Was ich oft schade fand, auch ich war auch viel auf Seminaren, so ist es nicht, dass man oft das Wissen für sich behalten hat. Ja, und nur ein bisschen rausgegeben hat. Das fand ich eigentlich traurig, weil ich finde, solche Heilweisen, diese Schlüssel zum Glück, hat jeder verdient. Und wir sind eine Familie. Und wenn ich in der Liebe bin, dann ist doch selbstverständlich, dass ich meinen Kindern das Beste gebe. Und das war auch dann dieser Gedanke irgendwann, dass ich mein ganzes Wissen nach außen gebe und nicht für mich behalte. Dann kamen diese Bilder, diese Visionen, diese Träume, dass ich die ganze Welt mit Liebe fluten möchte. Und dafür brauche ich eine ganze Lichtarmee. Klingt jetzt blöd, Lichtarmee. Ja? Lichtmenschen, Lichtmitarbeiter, wie man es auch nennen möchte. Und die habe ich ja jetzt, lauter Engel auf Erden ausgebildet. Und dann kam das, dass ich die Seminarleiter gemacht, also die Mastercoaches-Ausbildungen gemacht habe, um den Leuten zu zeigen, wie einfach es eigentlich sein kann, in die Erfüllung zu kommen, den Schlüssel zu geben, einen eigenen Schlüssel, um für sich und für andere ein Leuchtturm zu sein und natürlich die Welt zu fluten mit Liebe. Und dann habe ich ja jetzt weit über 1000 Engel auf Erden ausgebildet, ich nenne sie gern so, es sind für mich Engel, in ihren Tun. Dann habe ich Seminarleiter dann danach ausgebildet, die dann selber das machen, was ich auch mache, in Seminaren den Werkzeugkasten einfach zur Verfügung stellen, den Menschen. Und diese Seminarleiter haben dann mein ganzes Wissen, wo sie dann selber 1:1 weitergeben können in ihrer Art und Weise. Und das ist eine wunderschöne Sache. Dafür bin ich so, so dankbar. Viele sagen zu mir, das ist doch Konkurrenz und du baust ja eine eigene Konkurrenz auf. Aber Konkurrenzdenken ist Armutsdenken, es ist Primitives, das ist alte Energie. Die hat in dieser Zeit gar nichts mehr zu suchen, weil die Zeit der Einzelkämpfer, der einsamen Wölfe, ist schon lange vorbei. Es geht nur noch in der Gemeinschaft. Und wenn wir eine große Gemeinschaft sind aus Liebe, sage ich, das klingt für viele vielleicht kitschig, eine große Gemeinschaft sind, wie eine große Familie, dann können wir viel mehr bewegen auf dieser schönen Welt. Und ich möchte einfach die Welt, wenn ich mal nach Hause gehe, viel schöner hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe und eine bessere Welt erschaffen. Ich sage es einfach mal so, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, ja, und das ist eine schönere Welt, eine schöne mit Harmonie, keine Tiere mehr, die gequält werden, keine Kinder, keine Menschen, einfach, es ist eigentlich so einfach, ja. Und ein Mensch, der in seiner Liebe ist, der kann keinen Schaden machen, der kann nicht Böses tun, das geht gar nicht. Das unmöglich. Ja? Und deshalb bin ich froh, dass ich diese wunderbaren, ich nenne sie echt, das sind für mich Engel, das sind Engel auf Erden, die da die Liebe weltweit verbreiten, den Menschen zeigen, du bist auch die Liebe, du hast nur vergessen. Ich zeige dir, wie es geht, guck mal, hier dein Licht, wupp, ja? Mach aus einer kleinen Kerzenflamme ein riesen Lagerfeuer, wie auch immer, flute die Erde damit. Und es ist immer schön zu sehen, oft an den Seminaren am Ende des Tages, wie die Menschen sich verändern. Also am Anfang, wie sie reinkommen und dann, was am Abend passiert und diese Wunder, die auf der Bühne geschehen, an diesem einen Tag, sind für mich ja schon wiederum fast schon wieder Wunder, wo es ja keine Wunder sind. Ja? Aber ich sage mal, wenn Menschen jetzt einfach wirklich die 40, 50 Jahre Schmerzen auflösen, Depressionen, Traurigkeit, an einem Tag, also das ist schon eine Nummer für sich. Und es bin ja nicht ich, der das mache. Es sind diese göttlichen Werkzeuge, die schon immer da waren, die uns aber nur versteckt wurden vor uns, um uns nicht in die Selbstermächtigung zu bringen. Denn man will ja nicht, dass wir Schöpfer oder unsere Realität werden, dass wir glücklich sind, dass wir gesund sind. Das wollen die anderen nicht. Ja? Und deshalb, es ist ganz einfach, wieder in diese Göttlichkeit zu kommen, in diese Liebe, in dieses Leben ist, wow, das Leben liebt mich, der Himmel liebt mich und ich bin die Liebe. Ja, und darum liebe ich ja Pippi Langstrumpf so sehr, weil sie genau das in den Filmen so lebt, sie ist so, wie sie ist und ist einfach glücklich. Dann, wenn sie traurig ist, sie traurig, aber meistens ist sie glücklich. Und das ist für mich dadurch ein riesen Vorbild in diesem Sinne. Ich bin ja voll die männliche Pippi Langstrumpf. Auf jeden Fall sagen, Roberto, sei doch mal ernst. Sage ich, nö, bin sie halt nicht. Ja, und viele sagen, sie sind ein Kasper und man kann mit ihnen nicht ernst genug reden und so. Und sage ich, ja, okay, aber ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ja, wenn du es nicht bist, ist dein Thema, nicht mein Thema. Ja, wenn jemand ein Problem mit mir hat, dann bin ich nicht das Problem, sondern es ist sein Thema. Und ich bin auch nicht verantwortlich für die Gefühle der anderen, sondern für meine Gefühle. Und wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel schaue und dankbar bin und in Demut bin und abends ins Bett gehe und auch glücklich bin und dazwischen das mache, was mich erfüllt, das ist der Sinn des Lebens. Und früher habe ich, wie schon gesagt, nur existiert, aber nicht gelebt. Und jetzt lebe ich.
sowas von schön. Das ist so, ich bin so dankbar für alles, was mich umgibt. Das Wasser, die Steine, die Natur, die Menschen. Und ich liebe die Menschen aus tiefstem Herzen, ja, weil es meine Familie sind. Da kann ich nicht jeden lieben. Da sind so viele Idioten da draußen, sage ich. Ja, es gibt viele Idioten. Aber trotzdem liebe ich sie. Ja, und weil meine zu größer eine Familie ist, ihr wisst ja selber, in der Familie gibt es auch mal eine Rangelei. Aber trotzdem liebt man doch die Kinder. Das sind für mich alles wie Kinder.